Biobauer Heiner Lüttke-Schwienhorst auf dem Weg in seinen nur halb gefüllten Speicher. Die langanhaltenden Dürreperioden seien schuld daran, dass er wirtschaftliche Verluste hinnehmen müsse. Eigentlich müsste dieser Sonnenblumenhaufen doppelt so groß sein, mindestens doppelt so groß. Aber aufgrund der Trockenheit ist dann leider das nur so geringfügig ausgefallen. Er macht den Klimawandel verantwortlich für seine Missernten und damit die Bundesregierung. Denn die werde ihre eigenen Klimaschutzziele für 2020 verfehlen. Die hatte das Kabinett im Jahr 2014 beschlossen. Doch statt 40% CO2-Reduktion im Vergleich zu 1990 kommt Deutschland wohl nur auf 33%. Deshalb hat Lüttke-Schwienhorst gemeinsam mit zwei weiteren Bauern und Greenpeace die Bundesregierung verklagt. Erfolglos. Das Verwaltungsgericht Berlin wies die Klage heute ab. Die Kläger hätten keine Klagebefugnis. Hintergrund ist, dass das Gericht keine der von den Klägern ins Feld geführte Anspruchsgrundlage als einschlägig angesehen hat. Das fängt an bei dem Kabinettsbeschluss der Bundesregierung. Dieses stellt keinen rechtlich verbindlichen Akt der Außenwirkung dar. Heißt, die Klimaschutzziele der Bundesregierung waren laut Gericht eine reine politische Absichtserklärung. Die Kläger wollen nun prüfen, ob sie gegen den Beschluss Berufung einlegen. Also Klage abgewiesen. Das wollen wir uns alles noch genauer erklären lassen. Jetzt von Claudia Kornmeier aus unserer ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Claudia, war das also heute tatsächlich die entscheidende Frage? Also ob die Klimaschutzziele rechtlich verbindlich waren? Genau, das war einer dieser Knackpunkte. War das eine reine politische Absichtserklärung oder eben doch verbindlich? Das ist das, was die Kläger gesagt haben, dass dieses Klimaschutzziel 2020 verbindlich war und dass sich deshalb auch Bürger darauf berufen können und das Ganze einklagen können. Das hat das Verwaltungsgericht heute anders gesehen, hat gesagt, nein, unverbindliche politische Absichtserklärung. Und die Bundesregierung, die hat sogar mit ihrem Klimaschutzpaket, das sie ja dieses Jahr beschlossen hat, dieses ursprüngliche Ziel für 2020 zulässigerweise auf 2023 verschoben. So war das nicht das einzige Argument. Die Kläger haben sich auch auf ihre Grundrechte berufen. Warum waren sie in diesem Punkt auch nicht erfolgreich? Genau, da ging es konkret um die Eigentums- und Berufsfreiheit und auch das Grundrecht auf Leben und Gesundheit. Darauf haben sich diese Biobauern berufen. Der Gedanke dahinter ist, der Staat, der ist verpflichtet, die Grundrechte seiner Bürger zu schützen. Das ist eine verfassungsrechtliche Pflicht. Allerdings ist jetzt das Problem, dass die Gerichte das nur sehr eingeschränkt überprüfen können, ob der Staat das auch richtig gemacht hat, weil wir uns da ja im politischen Raum bewegen. Also Gesetzgeber und auch die Exekutive, also hier die Bundesregierung, die brauchen einen gewissen Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum, um Kompromisse zu schließen, die eben auf politischer Ebene nötig sind, um Interessen abzuwägen. Und da können die Gerichte nicht so komplett reingrätschen. Das heißt, sie können nur überprüfen, ob das überhaupt nicht ausreicht, was da Gesetzgeber oder die Bundesregierung gemacht haben. Das heißt, hier konkret konnte das Verwaltungsgericht nur prüfen, ob die Maßnahmen, die die Bundesregierung zum Klimaschutz ergriffen hat, ob die gänzlich unzureichend, ungeeignet waren, ob das überhaupt nicht ausgereicht hat. Und da war das Verwaltungsgericht am Ende eben nicht überzeugt. Wenn Sie Erfolg gehabt hätten, wozu wollten die Kläger die Bundesregierung denn überhaupt verpflichten? Also sie wollten, dass die Bundesregierung verpflichtet wird, dieses Klimaschutzziel für 2020, auch wenn es zeitlich eng wird, auf jeden Fall noch zu erreichen. Und zusätzlich auch noch all das CO2, was in den vergangenen Jahren schon zu viel ausgestoßen wurde, laut diesem ursprünglichen Klimaschutzplan, dass auch das nachträglich noch zusätzlich eingespart wird. Nun war das keine überraschende Entscheidung der Richter. Also die meisten Beobachter, die waren vorher schon davon ausgegangen, dass diese Klage eben keinen Erfolg hat. Warum haben die Landwirte und Greenpeace es trotzdem versucht? Genau, es war klar, dass das schwierig werden wird. Das sind einfach juristisch schwierige Knackpunkte, die da aus dem Weg zu räumen gewesen wären. Aber was man natürlich sagen kann, die Kläger haben Aufmerksamkeit erreicht mit dieser Klage. Der Gerichtssaal heute in Berlin, das haben wir auf den Bildern gesehen, der war sehr voll. Die Medien berichten darüber. Es wird jetzt nochmal darüber gesprochen, dass die Bundesregierung diese ursprünglich selbst gesetzten Ziele für 2020 nicht erreichen wird. Und jetzt, wie geht es jetzt weiter in diesem Fall? Also ist mit dieser Entscheidung von heute ja auch jeder weitere Versuch einer Klimaklage gegen die Bundesregierung von vornherein zum Scheitern verurteilt?
Also zum einen ist ja das letzte Wort noch nicht gesprochen in diesem Fall. Die Berufung wurde zugelassen. Die Kläger können sich jetzt überlegen, ob sie diesen Schritt gehen. Möglich ist auch, dass das Ganze noch mal weiter in die dritte Instanz, also in die Revision beim Bundesverwaltungsgericht geht. Und auch eine Verfassungsbeschwerde ist nicht ausgeschlossen. Also diese erste deutsche Klimaklage, die kann durchaus die Gerichte noch eine Weile beschäftigen. Und ich denke, abhängig davon werden das dann andere machen, ob sie ähnliche Schritte gehen wollen. Sie haben es gesagt, es war die erste deutsche Klimaklage, aber längst nicht die erste gegen eine Regierung eines Landes. Welche internationalen Vorbilder hatten die Kläger denn? Es gibt da internationale Vorbilder, zum Beispiel in den Niederlanden. In der Tat auch ein erfolgreiches Vorbild. Da haben Aktivisten es geschafft, in den ersten beiden Instanzen die niederländische Regierung zu mehr Klimaschutz verpflichten zu lassen durch die Gerichte. Das hat geklappt, auch wenn da auch noch eine dritte Instanz möglich ist. Aber das war schon etwas Erfolgreiches. Noch anhängig ist eine Klage gegen die EU. Die liegt jetzt beim Europäischen Gerichtshof. Da waren die Aktivisten, also das ist auch eine Nichtregierungsorganisation, die da mehrere Familien unterstützt, ähnlich wie die Konstellation auch hier in Deutschland. Das ist sind insgesamt 10 Familien aus Europa, aber auch aus Kenia und Fidschi. Und wie gesagt, diese Klage ist noch anhängig beim Europäischen Gerichtshof. Und da geht es sogar noch einen Schritt weiter. Also da geht es nicht nur darum, die EU auf ihre Ziele zu verpflichten, sondern sie zu einem ambitionierteren Ziel zu verpflichten. Also dazu, ihr Klimaschutzziel noch einmal zu verschärfen. Wie es da weitergeht und auch mit der deutschen Klage, das werden Sie für uns verfolgen. Claudia Kornmeier, vielen Dank nach Karlsruhe.